Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildfire. Und wir sind jetzt Gebirge 3 Kanota Anhöhe und ich habe ein bisschen Angst, was uns so erwartet. Der Berghang wird von einem eisigen Wind gepeitscht, der kälter als alles ist, was du je erlebt hast. Halte dich in der Nähe von Feuer auf, um nicht zu erfrieren und das gleiche Schicksal zu erleiden wie die Expedition der Erzherzogin, die den Gipfel vor dir besteigen wollte. Okay, die sind echt erfroren, deswegen hatten wir nur noch die Luchse. Okay. Ui, ja, ich sehe schon, da wird schon kalt. In der Nähe von Feuer, sagst du, ja? Ah, ja, gut. Okay, kann ich das nochmal? Ja, wunderbar. Dann ja so vielleicht. Dann kann ich das Feuer nämlich mitnehmen. War so meine Überlegung. Habe ich eigentlich geskillt? Ja, hier müssen wir... Naja, da wissen wir jetzt nicht, was wir brauchen. Oh. Ich soll eine Patrouille mit einer wichtigen Aufgabe hoch hinauf in die Berge führen. Mit insgesamt 6 Leuten sind wir aufgebrochen und unser Ziel besteht darin, den Gipfel des Kanota zum Ruhme der Erzherzogin in Besitz zu nehmen. Gruppenmitglieder für historische Aufzeichnungen. Leutnant Kirwin, Befehlshaber. Leutnant Bevan, Stellvertreter. Corporal Arden. Gefreiter Tiernai, Gefreiter Nile. Und Corporal Curry. Ich habe nur die fähigsten Leute und Corporal Curry ausgesucht, da Curry nicht unbeaufsichtigt im Lager bleiben sollte. Leutnant Kirwin. Okay. Wow, nett. Sehr, sehr nett. Gut, das Feuer brauche ich gar nicht, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich sag vielleicht mal Idee zu Feuer, denn ich möchte was anderes mitnehmen. Und zwar das da. Haben wir optionale... Moment. Lies alle Tagebücher. Okay, das mache ich sowieso. Ah! Okay. Alles gut. Okay, okay, okay. Ich muss das ja echt... Ich muss mal langschlängeln, ne? Aha. So, nicht schlimm, nicht schlimm. Wir überleben mal kurz ein bisschen Schnee. Ist okay. Ja. Das ist doof. Moment. Da ist kein Feuer mehr. Er ist da hinten. Oh, und hier ist irgendjemand gestorben. Das tut mir leid. Okay. Frage. Nee, ganz anders. Okay, hat nicht wehgetan. Alles gut. Wir lassen es hier. Ach so. Ja, ist auch okay. Alles gut, alles gut. Mal schauen, wie viel haben wir denn? Na, viel ist nicht. Das war schon, ne? Jetzt nur die beiden, ja. Tatsächlich. Okay, die können wir aber mitnehmen. Oh Gott, müssen wir uns hier immer die 3 grünen Dinger hier mitnehmen? Das ist ja... Das ist aber fix. Ich kann nicht so hoch werfen. Ach, verdammt. Okay, das ist ja interessant. Ich kann gar nicht so hoch werfen. Na gut. Machen wir es dann. Ich will nicht ohne das Feuer losgehen. Aha. Gut, 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 gut. Jetzt sollten wir vielleicht mal kurz zurück zum Feuer. So. Obwohl es eigentlich... Wir haben viel Zeit. Oh nein, das wollte ich nicht. Bleib bitte noch hier. Erst muss ich hoch. Achso, ich... Ja, stimmt. Verdammt, geht ja gar nicht. Wartet mal. Andere Geschichte. So komme ich nicht... Nee, komme ich nicht. Nee, ich muss tatsächlich das so irgendwie... Na, schauen wir mal, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert von der Länge her. Wir werden es rausfinden. Wir können die Dinger auch abfackeln. Nur so als Idee. Wir brauchen die. Verdammt. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt abfackel, aber wir brauchen es. Das geht irgendwie noch nicht. Wie kriege ich mein Feuer mit? Also, ich kann ja die noch mitnehmen, aber ich komme halt nicht hoch, ne? Das ist das Problem. Wenn ich die mitnehme und das Feuer hier parke so lange, kriege ich es nicht mit. Ich kann auch hier runter, aber dann kann ich das Feuer nicht mitnehmen. Da habe ich noch eine grüne Ranke, theoretisch. Da habe ich noch eine grüne Ranke. Moment. Wo ich es gerade sage. Es
ist mir nicht so aufgefallen tatsächlich vorher. Ich hatte gerade eine andere Idee, aber die Idee ist vielleicht besser. Shit. Ja, nee, scheiße. Scheiß Idee. Ganz blöde Idee. Ich kann sowas hier machen. Okay. Oh, oh, jetzt ist aber langsam... Oh je, oh je, oh je. Huch, das war ein knappes Ding. Ich glaube, ich will es zu einfach machen diesmal. Ich glaube, das wird nämlich so nichts. Anders. Tut mir leid. Aber ich versuch's anders. Jetzt brauche ich halt die Dinger. Ja, jetzt brauche ich die Dinger von oben. Komm ich da ran? Ach, eine ganz andere Idee. Warte mal, geht das? Das müssen wir mal ausprobieren. Ich habe eine ganz, ganz neue Idee. Gucken wir mal. Jetzt müsste ich nur da irgendwie hochkommen. Nee, das funktioniert ohne Wasser nicht, ne? Ach, okay. Nee, meine Idee funktioniert leider nicht. Schade. Geht leider nicht, was ich machen wollte. Oh Gott, oh, das ist aber jetzt doch ganz schön fix hier mit dem Feuer. Wir haben 3 Flammen. Aber ich komme nirgendwo ohne Gebüsch hin. Das ist echt doof. Ja, das bringt mir auch nichts. Wir machen jetzt mal was anderes. Wir probieren mal was. Nein! Oh, ist okay. Jetzt aber... Nee, oh Gott. Jetzt macht doch nicht so Mist hier. Ja, wenn man lange nicht gespielt hat, Steuerung und so, ne? Ah, okay, ich habe zu kompliziert gedacht. Ich habe einfach viel zu kompliziert gedacht, tatsächlich. Ich dachte, wir werden es zeitmanagementmäßig nicht schaffen und ich habe auch nicht gewusst, dass hier dieser, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, wir müssen hier oben hin. Das wäre ein deutlich weiterer Weg gewesen. Das hier habe ich nicht gesehen. Okay, wir haben jemanden verloren. Corporal Arden ist auf einem vereisten Stein ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Aufgrund seines schweren Marschgepäcks wurde er hinuntergezogen und wir konnten ihn erst erreichen, als es zu spät war. Ein Jammer, aber Arden war einfach nicht für den Ruhm bestimmt. Der liegt da unten, ne? Hier ist der Arden, glaube ich. Oder die Arden. Naja, passiert. Ist ja doof gelaufen, ne? Für Arden. So, das bringt mir jetzt nichts. So, dankeschön. Ich brauche, glaube ich, noch mehr, ne? Das hier können wir schon mal schmelzen lassen. Und das da hinten... Oh! Hupsa! Ich habe da irgendwas abgefackelt aus Versehen. Hups. Hä? Passiert, ne? Hemp. Keiner gesehen. Ist egal, glaube ich. Sowas passiert halt. Schwund ist immer da. So, wir müssen da zum Glück nicht hoch. Wobei ich mich gerade frage, gibt es hier gar keinen Meteorstein? Verpasse ich den gerade? Warte mal. Okay, das geht noch ein Stück hoch. Corporal Carys Versuch, über die Grübe zu springen, ist in einer Tragödie geendet. Ich hätte ihn niemals mitnehmen sollen, aber naja, der Fehler ist nicht, bei mir zu suchen. Es war halt seine Schuld, nicht für diese großartige Mission geeignet zu sein. Die Kurven. Ein herzensguter Mensch. Nehmen wir mal hier so ein Stück Ranke mit. Ich nicht. Passiert halt. Wie gesagt, Schwund gibt's immer. Ja, da hinten, ne? Brauche ich auch gar nicht. Ach so. Na doch. Doch, doch, doch. Oh, ist aber knapp hier, ne? Also knapp bemessen, so ein bisschen mit dem Gestrüpp hier. Sollte aber gehen. Ah, sehr gut. So. Bam. Ist da oben Feuer? Nee, ne? Gut, dann nochmal kurz
Ja, haben wir ja zum Glück ein Lagerfeuer. Nehmen wir uns einfach mal mit. Dann brauchen wir auch nicht warten. Oh, jetzt ist es aus. Oh, oh. Okay. Müssen wir uns merken, da ist jetzt kein Feuer mehr. Da ist ein Feuer. Ich brauche zwei Ranken, um rüberzukommen. Von dort. Zweimal Ranken? Nee. Nee. Mm-mm. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ja, ich hole mir die nochmal. Ah, der muss hier ein bisschen was mitmachen, der arme Typ. Huch, die ist aus. Oh mein Gott, wieso ist denn die aus? Oh, scheiße, 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 scheiße. Nee, nicht gut. Gar nicht gut. Verdammt, ja, das ist, Pech. Erfrierst du im Wasser? Okay. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nee, nee, ich glaube, ja, naja. Ups. Das ist ja ein bisschen doof gelaufen. Hä, ich konnte doch vorhin da ganz locker flockig hinwerfen. So. Okay, ich hätte die einfach nicht töten dürfen, die Flamme. Ich war doof. Ich habe nicht nachgedacht, wie jetzt eben gerade. Aha, blöd. Jetzt haben wir einen Neuladen drin, ne? Wollte ich eigentlich gern vermeiden. Wäre hier auch gar nicht so schwierig gewesen, ehrlich gesagt. Aber naja. Ist jetzt Pech. Da oben haben wir keine Flammen, keine Ständer für die Dinger, ne? Ne, jetzt mach mal hin hier. Wir haben jetzt nicht unendlich Zeit. Wie man eben gut gesehen hat. Machen wir es uns mal ein bisschen einfacher. Oh nein! Huh! Okay, dann gehen wir erstmal zur Flamme. Ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Jetzt sollte ich mir nicht mehr so wehtun. So, dann. Kriege ich die nicht? Oh, okay. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich brauche ja nur eine. Kommt da nochmal ein Kontrollpunkt oder so? Okay, da unten ist nochmal ein Kontrollpunkt. Glück gehabt. Au! Oh Gott. So, Wasser bringt uns nicht um. Und da haben wir ihn. Puh, gut. Hier ist auch jemand. Naja. Ich lese mal erstmal den Zettel hier. Ach so, nee, ich lese nicht den Zettel ohne Flamme, oder? Warte mal, das geht weiter, ne? Ja, ich glaube, wir würden sterben, wenn ich das jetzt nebenbei lese. Halt. Ich habe gerade die Tasten verbockt. Warte, nochmal kurz. Wir müssen es anders machen. Also wir sollten da schon Feuer in der Hand haben für. Das geht nicht, ne? Nee. Alles gut. So, mach mal kurz hier hin. Okay. Ist halt blöd, ich kann das Feuer halt nicht mitnehmen. Wir müssen das hier runter machen irgendwie. Wir müssen uns irgendwas bauen, damit wir das Feuer da hochkriegen. Geht das überhaupt? Ist das... okay. Kann ich von hier... Oh, ouch. Nein, jetzt ist das da unten. Okay, ich krieg's wieder. Gut. Es funktioniert aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Da. Okay. Wir haben's. So. Dann mitnehmen. Glück gehabt, dass das funktioniert. Komme ich da höher? Nee. Hier komme ich überall lang. Wunderbar. Also das geht. Gut, ich krieg jederzeit hier Feuer ran. Sehr schön. Dann nehmen wir uns hier unten nochmal ein bisschen... Nee.
Dich nicht. Das war genau falsch. So, wir hätten es auch. Wir hätten es auch da mal hinmachen können. War Quatsch. So, Feuer mit. Jetzt sollte es gehen. An sich ist es ein einfaches Level. Finde ich jetzt nicht so schwierig. Wir hätten das locker auch ohne Dings geschafft, aber naja. So, ich habe meinen Stellvertreter verloren. Wäre ich abergläubisch, würde ich mir langsam Sorgen machen. Bevan ist unser dritter Verlust in genau so vielen Tagen. Er war direkt vor mir, als ein Teil der Brücke nachgab. Eben stand er noch da und erstattete Bericht. Da hörte man weit unten nur noch einen dumpfen Aufprall. Ganz schön erschrocken. Nein! Oh. Okay. Habe ich gar nicht mitgerechnet. Okay. Ups. Ich kann hier nicht mit Feuer lang. Und ich brauche mindestens zwei. Okay. Nein. Immer wieder. Ich würde jetzt gerne ein bisschen hinmachen hier. So. Achso, hier sind wir so nah an der Flamme, dass es geht. Okay. Und da. Ich nehme mich mal kurz mit zum Gucken. Ach. Bisschen tricky. So. Da komme ich wieder. Komme ich da wieder hoch? Das ist ein Problem, ne? Ah. Ist das zu hoch? Ich muss es leider ausprobieren. Nein! Okay. Das geht also auch schon nicht. Mist. Das ist jetzt ätzend. Warte mal, ging das nicht eben noch? Hallo. Dankeschön. Okay. Ja, das ist Kacke da oben. Ich habe auch nicht genug gestrippt, ne? Mal, den kann ich mitnehmen, oder? Der dürfte egal sein. Jetzt muss ich leider nochmal runter. Wegen Kälte und so. Warte mal, ich kann es mir ja noch einfacher, glaube ich, machen. Nee, kann ich nicht mehr wegen der Brücke. Hm, weiß ich nicht. Geh mal schnell hier. Nee, das funktioniert nicht, ne? Warte mal. Hier war ja auch ganz viel Gestrüpp. Nein. Hm. Oh, ich lande natürlich auf dem kleinen. Naja. Danke. Dürfte halt kein Feuer damit hochnehmen. Aber, naja, dann geht's mir halt auch nicht so gut. Ja, das bringt jetzt gar nichts hier. Das ist auf der falschen. Also, hier habe ich ja kein Ding mehr. Das war blöd, dass uns die Treppe jetzt abhanden gekommen ist. Wäre da jetzt noch die Treppe. Ja, gut, dann. Nee, geht ja auch nicht, weil der Eisblock wäre da gewesen. Also, es geht tatsächlich nicht. Schaffe ich das? Aber dann brauche ich trotzdem da hinten wieder eine Ranke, weil der Eisblock ja auch schmilzt. Ich brauche das nicht. Ich kann es auch... Ach so! Ach, ich hätte es als Rauchbombe mitnehmen können. Naja, habe ich zu spät dran gedacht. Dass man es ja auch umwandeln kann. So, kann ich hier... Ja. Mitten in der Nacht haben wir den gefreiten Tirnai verloren. Müde, in fast völliger Dunkelheit, hatten wir ein Lager errichtet. Als wir aufwachten, war Tirnai verschwunden. Ich vermute, dass er als Zapfwaster von uns bereits vorausgegangen war, entgegen meinem Befehl, aber, naja, nicht unerwartet. Zwei von uns sind noch übrig und gemeinsam werden wir weitermachen. Nell und ich werden Tirnai vor dem Gipfel bestimmt einholen. Bestimmt. Ich glaube, der ist weg. Oh, ja. Da unten, habt ihr gesehen? Da oben. Da. Da
Raum schläft jemand. Ich glaube aber, der ist noch nicht tot, oder? Sonst wäre das wahrscheinlich nicht rot markiert. Ich glaube, wir können den noch retten. Wenn wir das denn wollen. Oh Gott, das ist ja voll weit. Das. Wow. Ein langes Level. Das ist jetzt schon etwas schwieriger. Wir haben genau eine Ranke hier zur Verfügung. Das, ja! Okay. Okay. Nee, ich muss die mitnehmen, ne? Warte mal. Oh Gott, da oben, ich sehe schon. Ich würde da schon gern hin, ehrlich gesagt. Aber ich weiß gerade momentan noch nicht wie. Ich nehme das mal als Rauchbombe mit, damit mir die Dinger hier nicht auf den Kopf fallen. Also das funktioniert hier. Oh. Okay, wir kriegen hier Feuer. Das heißt Rauchbomben ist egal. Dann könnten wir theoretisch versuchen, darüber zu kommen. Wir müssen halt nur dran denken, die auch wieder irgendwie wiederzukriegen halt. Ja, ja. Oh nein, jetzt ist weg. Nein. Oh. Wollt ihr nicht? Geht nicht. Wir können das nicht verschwenden. Die sind, die sind runtergefallen. Deswegen. Okay, verstehe. Ich dachte erst, die würden wegen Feuer fallen. Warte. Haben wir da noch? Nee, wir haben da kein Feuer mehr, ne? Da muss ich erstmal kurz zurück. Bevor wir sterben. Die sind egal. Die können gern runterfallen. Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt wird's aber knapp. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich habe sie immer mitgenommen. War vielleicht ein Fehler. Nein! Na doch, ich brauche die da schon, ne? Oh, das geht gar nicht. Das geht. Ach ja, vergessen. Okay. Oh! Scheiße. Was krieg ich da? Okay, ich krieg einfach nur eine Kickstarter-Medaille. Dafür bin ich jetzt quasi gestorben. Na gut. Oh, ich wollte gerne noch das neu machen. Ja. Okay, ganz ehrlich, für eine Kickstarter-Medaille ist es mir das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt wert. Da können wir ja drauf verzichten. Ist okay. So. Hui. Das Feuer, sehr schön. Huch! Upsa. Da würde ich ganz gerne... Nee, was würde ich denn gerne? Was macht denn? Wasser bräuchten wir eigentlich mal wieder. Wasser vergesse ich jetzt immer gerne. Ich nehme mal Wasser mit für da oben. So, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Da ist ein Meteoritenstein. Da muss ich hin. Na komm, nimm. So, hier ist Feuer. Nimm mich mal kurz zum Lesen. Ah, stimmt, das Feuer geht... Feuer geht aus, wenn man damit stürzt hier. Ach, Mist. Das Problem ist, das Spiel pausiert nicht wirklich, wenn wir lesen. Deswegen brauche ich leider Feuer dafür. Ist aber völlig okay. Ich bin immer etwas zu ungeduldig für dieses Spiel. Ich weiß es selbst. So, jetzt bin nur noch ich übrig. Einige von oben herabhängende Steinspitzen sind heruntergefallen und haben Nai getötet. Ich wage nicht, meine Augen zu schließen, da ich immer noch sein Gesicht in dem Moment sehen kann, als die Steine herabstürzten. Und dann dieses Geräusch. Von Tinai habe ich nichts mehr gehört. Ich fürchte, ich bin allein. Ich werde den Gipfel erreichen zum Ruhme der Erzherzogin. Hoffentlich. Boah, gut. Ich glaube, die kam da nicht an. Na, wer weiß. Vielleicht stoßen wir auch gleich auf sie. Kann natürlich auch gut sein. Vielleicht treffen wir sie gleich auf dem Gipfel. Oh, nein. Das will ich nicht riskieren. So, dann holen wir uns den da noch. Atsch. War mal nicht schnell genug. Was ist denn da oben?
So, was haben wir denn schönes? Druckwelle. Beim Landen auf einer harten Fläche wird eine Druckwelle erzeugt, die Gegner in der Nähe vorübergehend betäubt. Oh, das finde ich gut. Das ist doch genau das Richtige für mich. Landen. Landen am Sprung. Das ist, ja. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Komm mal mit. Wisst ihr, was ich mache? So. Dann haben wir zwischendurch nochmal einen Punkt, falls wir wieder zurückrennen müssen. Oh, ich sehe schon. Okay, wir müssen nicht zurückrennen. Das wird hier etwas anders laufen. Kann ich weiterspringen? So kann ich schon, oder? Würde ich sagen. Na, komm, ein Stück kann ich noch springen. Die da unten hat auch einen Schlüssel. Oh. Hier unten hat auch einen Schlüssel, aber... Ah! Ich habe mir zu viel zugemutet. Ein bisschen. Ich gehe mal jetzt nicht speichern. Bloß nicht. Ich werde die Dinger ein bisschen näher setzen. Wir machen eine noch dazwischen gleich weg. Ah, das ist doch ein bisschen zu gefährlich hier. Ich wollte... Naja, ich wollte sparen. Sparen. Oder so. Oh, ich krieg die nicht wieder. Ah, verdammt. Ich krieg die nur wieder, während ich drauf bin. Hm. Ja, gucken wir gleich. Dann muss ich sie irgendwie wegnehmen, während ich... Oh Gott. Ui. Das wird ja witzig. Nein! Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ah, ja, der Kontrollpunkt natürlich. Okay. Fackel. Okay, wir müssen gleich klug setzen, befürchte ich. Hier was. So, einmal aufwärmen. Aber dann haben wir es auch zum Glück gleich geschafft. Schon ein bisschen tricky hier. Oh, es könnte... Na doch, ist der gleiche Abstand. Ist der gleiche Abstand. Oh, hier darf man auch nicht mit den Tasten durcheinander kommen. Muss halt auch aufpassen, dass man oben nicht so gegen die Decke springt. Ich würde gerne speichern. So. Okay. Quatsch. Ah. Ja, das hätten wir jetzt. Ah. Okay, wir haben's. Hätte besser laufen können. Ein bisschen. Wie? Ich hab... Nein, wir haben ein Expeditionstagebuch übersehen. Was? Wo? Also das jetzt mit... Ich wollte alles lesen. Verdammt. Hä, aber wir haben doch von allen Toten erfahren. Oder nicht? Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich hätte schon gern alle Zettel gelesen. Na gut, Leute. Das hat jetzt echt eine halbe Stunde gedauert. Wow. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir auch den Punkt noch investieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye.